Annie und Mo, die mögen sich so, eine Ente und ein Bär. Annie und Mo entdecken die Welt jeden Tag ein bisschen mehr und gehen beide erstmal los, dann wird das Abenteuer groß. Sei wie die zwei, frag warum und wieso, sei dabei bei Annie und Mo. Wo sind die Ostereier? Poch, poch. Es ist früh am Morgen und der kleine Bär Mo liegt noch in seiner Bärenhöhle. Er schlummert friedlich. Poch, poch. Mo reibt sich die Augen. Manu, was war das? Murmelt er. Poch, poch. Jetzt weiß der kleine Bär, was das ist. Da klopft jemand an der Tür zur Bärenhöhle. Mo klettert aus seinem Bettchen und eilt zur Tür. Wer es da wohl so eilig hat? Es sind die Hasenkinder. Guten Morgen. Warum hämmert ihr denn so an meine Tür? Fragt Mo, noch ein wenig verschlafen. Wir brauchen deine Hilfe. Ganz schnell. Bitte komm mit, sagen sie und hüpfen beim Sprechen aufgeregt auf und ab. Es scheint ja wirklich eilig zu sein, überlegt Mo. Er holt schnell seine kleine Tasche und sie laufen los. Die Hasenkinder hoppeln voran und Mo rennt hinterher. Es geht zum Bauernhof, zu dem Hühnerstall. Mos kleine Freundin Annie, die Ente, steht auch schon dort und flattert hektisch mit den Flügeln. Neben ihr steht der Osterhase. Er steht ganz still und traurig da. Ich wollte die Eier zum Bemalen abholen, so wie immer, kurz vor Ostern, aber nichts ist da, kein einziges Ei, schluchzt er. Wie kann das denn sein? Fragt Mo. Annie hebt ratlos die Schultern. Hast du die Hühner gefragt? Will Mo vom Osterhasen wissen. Der schüttelt betrübt den Kopf. Er ist tatsächlich nur zum Bauernhof gehoppelt mit einem sehr großen Korb. Er wollte die Eier mit seinen Kindern einsammeln und dann schnell zum Osterhasenbau zurückkehren. Er war so geschäftig, dass er gar nicht daran gedacht hat, mit den Hühnern zu reden. Kack, 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 kack. Aus dem Hühnerstall gackert es lautstark. Immer nur du. Und wir wollen auch mal, hört Annie das Schimpfen der Hühner. Sie geht zu den Hühnern und fragt sie, wisst ihr, wo die Eier sind? Antworten die Hühner. Sie zeigen auf den Walnussbaum am Ende des Bauernhofs. Wir müssen zum Walnussbaum gehen, übersetzt Annie für den Osterhasen und Mo. Die beiden verstehen überhaupt nichts. Was haben denn Walnüsse mit Eiern zu tun? Ostereier wachsen doch nicht am Baum. Wo sind denn nun die Eier? Fragt der Hase ein wenig ungeduldig. Die Hasenkinder hüpfen aufgeregt um ihn herum. Wo sind sie? Wo sind sie? Der Osterhase ist nervös, denn morgen ist Ostern und wenn keine Eier da sind, kann er keine anmalen und verstecken und dann werden die Kinder traurig sein. Das geht doch nicht, denkt er und eine Träne läuft über seine Wange. Aber Annie beruhigt den Osterhasen. Die Eier sind schon versteckt. Die Hühner haben die Eier angemalt und versteckt. Sie wollten auch mal Eier anmalen, haben sie mir erzählt. Aha, antwortet der Hase. Und wo sind sie nun? Annie nimmt Mo und den Osterhasen an der Hand. Sie geht mit ihnen zum Walnussbaum und grinst. Die Hühner stolzieren aufgeregt hinterher. Als Annie unter dem Baum steht, legt sie den Kopf in den Nacken und blickt direkt nach oben. Der Hase weiß immer noch nicht, was los ist. Mo macht es Annie einfach nach und sieht die Eier. Rot, blau, lila, grün, gelb, orange. In den wunderschönsten Farben erstrahlen sie dort oben. Die sind aber schön, schwärmt Mo. Jetzt sieht der Hase die Eier auch. Oh, die Eier hängen am Baum, staunt er. Sie hängen dort in kleinen Netzen aus Stroh. Das ist wirklich eine schöne Idee, meint der Hase anerkennend und nickt begeistert. Dieser Eierbaum,
wird den Kindern gefallen. Annie und Mo finden ihn toll. Klettern und Eier suchen, das ist super, sagt Mo. Annie und Mo, die mögen sich so, eine Ente und ein Bär. Annie und Mo entdecken die Welt jeden Tag ein bisschen mehr und gehen beide erstmal los, dann wird das Abenteuer groß. Sei wie die zwei, frag warum und wieso, sei dabei bei Annie und Mo.